Hey du, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute alle Goodies, die ich for free, das heißt umsonst, auf dem Bunte Beauty Days erhalten habe. Jetzt beginnen wir auf jeden Fall mit den Sachen, die man an Glücksrädern gewinnen konnte. Hallo, ich konnte mich hinter dieser Tüte wortwörtlich verstecken. Also man hat auf so ein Buzzer gedrückt, so ganz normal, dieses typische Ding. Und dann hat das Glücksrad entschieden. Bei mir waren, beziehungsweise wären es Flipflops, Badelatschen gewesen. Aber da diese in der Tüte enthalten sind, durfte ich mir was anderes aussuchen. Und das zeige ich dir jetzt. Auch hier wieder Infomaterial. Ganz, 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 ganz viel. Habe mir noch nicht alles durchgelesen, werde ich aber machen, weil da stehen manchmal echt interessante Sachen drin. Wie eben schon erwähnt, das wäre mein regulärer Gewinn gewesen, aber dadurch, dass sie schon in der Tüte enthalten waren, durfte ich mir etwas anderes aussuchen. Brille entschieden, finde ich eigentlich ganz schön. Klar, hier steht M1 Select drauf, aber hey, so jetzt probieren wir beide die mal gemeinsam an. Ich weiß nicht, ob sie mir steht, bei Sonnenbrillen ist es immer ein bisschen schwierig, wegen meiner kleinen Stupsnase. Und was sagst du? Also vom Tragekomfort gefällt mir die eigentlich ganz gut. Schau mir in die Augen. Nein, Spaß beiseite. Dann gab es noch zwei kleine Tütchen Lips to Kiss. Das sind, würde ich mal ganz stark behaupten, Fruchtgummis als Lippenform. Die richtig schön gestaltet, oder? Also mit den ganzen Lippen. Gefällt mir. Und dann war er hier noch drin enthalten. Das ist ein M1 Select Sun 30. Also ja, ein Lip Balm mit Sonnenschutzfaktor 30. Sieht so aus und gerade bei dem Wetter kann man den auch mal wieder echt gut gebrauchen, ne? Nicht alles täuscht, habe ich das gute Stück hier. Das ist ein Volumenwunder-Shampoo. Ingwer und Rosmarin für feines und kraftloses Haar. Als ob man es mir angesehen hätte. Ich glaube, da habe ich es bekommen bei Home Shopping Europe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall am Glücksrad gewonnen. Oder habe ich das hier am Glücksrad vom Home Shopping Europe gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein Gesichtspeeling. Lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Über jegliche Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.